Er hat gestern Abend im Schanzenviertel einen Mann wegen des Verdachts auf Menschenhandel und illegalem Waffenbesitz festgenommen. Der Mann rechts im Bild ist kein Unbekannter. Musa A., von Boulevardmedien auch Türken-Musa genannt, ist einschlägig wegen Menschenhandels und Zuhälterei vorbestraft. Hier Bilder von seiner Haftentlassung im Juli 2008. Nun sitzt er erneut in Untersuchungshaft. Der Vorwurf, er soll eine 16-Jährige zur Prostitution gedrängt haben. Das Mädchen hatte sich bei der Polizei gemeldet. Bei der Festnahme fanden die Beamten zudem eine Pistole. Für Schlagzeilen hatte Musa A. zuletzt im Zusammenhang mit mehreren Schießereien im Hamburger Rotlichtmilieu gesorgt.